Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich mache heute den TMI Tag oder Too Much Information, also zu viel Information. Ihr werdet hier so viel über mich erfahren, wie ihr nie wissen wolltet. Das sind 50 Fragen. Mal los geht's. Ja, ich habe die Fragen hier auf meinem Tablet und werde die jetzt der Frage nach, der Reihe nach stellen. Los geht's, wie gesagt. Frage 1. Was hast du gerade an? Ja, was habe ich gerade an? Das ist auch nur so ein T-Shirt und dieselbe Schlubbi-Hose wie auch in dem anderen Teil. Ich habe ein Jeanshemd an, das ist von Esprit, ein T-Shirt auch von Esprit und so eine YouTube standardmäßige Schlubbi-Jogginghose. Einfach bequem, weil ab hier sieht man ja quasi eh nicht mehr, ist auch egal. Deswegen muss man halt nur immer obenrum quasi was Schickes anziehen und das ist mein Outfit im Moment. Je verliebt gewesen? Ja, ich glaube, das wisst ihr. Zumindest jetzt im Moment bin ich definitiv verliebt gewesen oder noch immer. Verliebt sein entwickelt sich ja dann immer so Richtung Liebe und wirklicher Vertrautheit und Innigkeit und so. Wirklich dieses Bauchkribbeln-Gefühl und sowas, das bleibt halt einfach nicht ewig. Kommt aber zwischendurch definitiv immer wieder in bestimmten Situationen oder so und ja, definitiv. Hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? Ja, leider auch das, zumindest bei der Beziehung vor meiner. Ich hatte ja noch nicht so viele. Ich bin ja wirklich so ein eher langjährig Beziehungsmensch und das war wirklich eine lange, lange Beziehung. 8 Jahre hat die gehalten und dann ist das wirklich definitiv schlimm in die Brüche gegangen, leider. Aber da kommt man definitiv drüber hinweg. Und wie groß bist du? Ich bin größer, als ihr immer, glaube ich, alle meint, weil meine Kamera immer so ein bisschen steht, dass die so ein bisschen nach unten filmt. Irgendwie ist das so, weil ich immer zu faul bin, mein Stativ richtig einzustellen und so, dass das halt wirklich mal richtig gerade ist. Und deswegen wirklich, glaube ich, immer ein bisschen kleiner. Zumindest haben mir das Leute gesagt, die mich dann schon live getroffen haben. Ich finde mich 1,86 Meter oder in Schuhen sogar fast 1,90 oder 1,88 Meter oder so. Also definitiv eher etwas größer. So, jetzt mal Butter bei den Fische. Wie viel wiegst du denn? Ja, auf diese 1,86 Meter, 88, wie auch immer, wiege ich zwischen 70, 72 Kilo sowas. Ich würde ja gerne immer zunehmen, aber irgendwie schaffe ich das nicht so richtig, was anzusetzen und so. Aber es ist trotzdem jetzt definitiv im gesunden Bereich. Ich war da lange, lange drunter und habe es jetzt inzwischen quasi raufgeschafft auf über 70 Kilo und da bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit. Hast du irgendwelche Tattoos? Nein, habe ich keine. Ich hatte zwischendurch mal vor, mir eins machen zu lassen, aber ich wüsste nicht wirklich, welches Motiv mich bis an mein Lebensende quasi glücklich machen würde. Und an welche Stelle, wie groß, welche Farben und sowas. Keine Ahnung, deswegen habe ich es einfach bisher immer gelassen. Und wie sieht es mit Piercings aus? Nein, Piercing habe ich auch keins. Ist auch nie dazu gekommen. Ich hatte das mal vor. Stelle verrate ich euch nicht, aber ich hatte das mal vor und hatte dann gesagt, wir waren nominiert für so einen Preis irgendwie, für so eine Sache, die wir in der Uni gemacht haben. Und da habe ich gesagt, wenn wir gewinnen, lassen wir uns in Berlin piercen, meine Mitstreiterin und ich quasi. Und wir haben verloren. Deswegen bin ich nach wie vor ungepierst. Was ist denn dein OTP oder One True Pairing, also dein Traumpaar aus irgendeiner Serie oder irgendeinem Film? Ja, mein OTP, erstmal dieser Begriff, wo kommt der her, bin ich wirklich schon so alt, dass ich das nicht mehr weiß, was das heißen mag. Aber da geht es ja wirklich um ein Traumpaar in einer Serie oder einem Film. Und da finde ich tatsächlich das Pärchen aus Wie ein einziger Tag wunderschön. Irgendwie, ihr müsst euch den Film mal anschauen. Ich möchte ja jetzt auch nicht spoilern und nicht zu viel verraten, aber das wäre tatsächlich so natürlich das Lebensziel von vielen, glaube ich, so bis ins hohe Alter. Glücklich und zufrieden zu sein. Was ist denn aktuell deine Lieblingsfernsehsendung? Ja, Lieblingsfernsehsendung, das ist echt schwierig, weil ja, ich gucke ja gar nicht mehr so viel Fernsehen. Ich gucke ja viel mehr irgendwie Online-Videos, also bei YouTube und so. Tatsächlich ist das so und ist nicht nur ein Klischee bei YouTubern, glaube ich. Aber so meine Lieblingsserie wirklich über Jahrzehnte ist tatsächlich die Lindenstraße. Viele von euch können das bestimmt nicht nachvollziehen, aber dafür viele vielleicht auch wieder doch, weil ich mag die wirklich total gerne. Ich bin damit irgendwie aufgewachsen und das ist nach wie vor sonntags
mein Standardritual vorm Fernseher diese Serie zu gucken. Oder auf dem Tablet, wenn man sie verpasst hat, dann in der Mediathek von ARD halt nachgucken. Geht halt mit der Zeit, diese Serie tatsächlich. Und deine aktuelle Lieblingsband? Ja, Lieblingsband, das ist ein bisschen schwierig, weil was ist heutzutage quasi schon eine richtige Band? Aber da finde ich Moloko immer wieder genial. Die haben sich zwar leider getrennt, aber vielleicht kommen die ja doch nochmal wieder zusammen. Und ansonsten macht ja Rosie Murphy als Solokünstlerin weiterhin Musik, zumindest so ein bisschen ab und zu. Lange ist jetzt kein neues Album gekommen, aber ich gebe die Hoffnung da auf jeden Fall nicht auf, weil ich finde, ihre Stimme hat sowas ganz Besonderes und ich mag halt einfach diesen Stil an elektronischer, bisschen dancig. Ja, mag ich total gerne, Moloko. Gibt's irgendwas im Moment, was du vermisst im Leben? Ja, irgendwas vermissen? Nö, eigentlich im Moment nicht. Minimal vermisse ich aktuell meine Motivation. Die ist nämlich im Moment so ein bisschen nicht vorhanden. Tatsächlich ist das so, ich habe im Moment Urlaub. Jetzt, wo ich das hier drehe, habe ich Urlaub für 2 Wochen. Und irgendwie ist das so, ich könnte wirklich nur faulenzen und rausgehen. Das Wetter ist ja total schön und ja, irgendwie kann ich mich nicht wirklich aufraffen, irgendwas Großartiges an Riesenprojekten anzufangen oder sowas. Kommt auch definitiv wieder. Was ist dein aktuelles Lieblingslied? Lieblingslied, das ist schwierig, das wechselt halt ständig, immer wieder und so. Und ich glaube, da gebe ich euch wirklich auch lieber einen Klassiker, den ich immer wieder toll finde und wirklich seit Ewigkeiten toll finde, weil das andere ist zu sprunghaft. Nächste Woche ist das dann schon wieder ein anderes. Und so, aber was ich seit Ewigkeiten gut finde und immer wieder toll finde, ist Green Eyes von Erykah Badu. Das ist wirklich ein Endloslied. Ich glaube, das geht 10 oder 12 Minuten und ist so eine ganz langsame Ballade. Und da geht es halt textlich darum, dass sie grüne Augen kriegt, quasi, weil sie eifersüchtig wird, weil er eine neue hat und sie kann die Trennung nicht richtig akzeptieren. Und das sind halt so diese Stadien, wenn man sich trennt, dass man denjenigen dann erst auf den Sockel und dann hasst und so weiter. Irgendwie ist das halt alles in diesem langen Lied. Und das ist halt sehr schön, das ist sehr jazzig, irgendwie wie so eine alte 20er Jahre Jazzbar, fühlt man sich so reinversetzt und so. Und ich mag dieses Lied total gerne, ist von ihrem zweiten Album und ist halt wirklich schon uralt, damit irgendwie so Anfang, Ende der 90er müsste das dann gewesen sein, so 98 oder so wahrscheinlich. Nagelt mich nicht darauf fest, aber dieses Lied liebe ich und hört euch das gerne mal an, falls ihr es nicht kennt. Und wie alt bist du eigentlich? Ja, das ist ja eine Frage, die stellt man eigentlich nicht, weil die so für unhöflich gehalten wird, zumindest Frauen gegenüber, Männern gegenüber. Finde ich, sollte das definitiv auch so sein. Ich habe das ja bis jetzt auf meinem Kanal noch nie definitiv beantwortet und auch heute bleibe ich bei meiner Antwort Mitte, Ende 20 und älter als ihr denkt. Und was ist dein Sternzeichen? Ja, mit meinem Sternzeichen habe ich dafür weniger Probleme, das offen zu sagen. Das ist ja Jungfrau. Ich habe ja einen Tag nach meinem Kanalgeburtstag Geburtstag. Das ist der 29. August und damit bin ich Jungfrau. Und das ist übrigens derselbe Geburtstag wie Michael Jackson. Nur nicht im selben Jahr natürlich. So alt bin ich dann doch auch noch nicht. So, was für Qualitäten suchst du so in einem Partner? Ja, Qualitäten in einem Partner, die sind natürlich vielfältig. Und was ich definitiv finde, ist, dass mein Partner anders sein sollte als ich und nicht genauso, weil ich könnte mit mir selber, glaube ich, nie glücklich zusammen sein, weil ich mir zu sehr auf die Nerven gehen würde. Aber also schon mal anders als ich, spannend, herausfordernd durchaus. Und ansonsten schön bekräftigen, dass man sich halt gegenseitig bei dem, was man gerne machen möchte, unterstützt und dass man aber auch in schwierigen Situationen, wenn jetzt irgendwas passiert im Leben, was halt nicht mit der Partnerschaft zu tun hat, sondern was so von außen kommt, dass man sich da halt einfach aufeinander verlassen kann und sich gegenseitig Mut macht und sich gegenseitig hilft und unterstützt. Das finde ich total wichtig und deshalb sollte mein Partner auch stark sein in den Momenten, in denen ich schwach bin und andersrum genauso. Da. Das ist, glaube ich, für mich so eine der wichtigsten Eigenschaften. Was ist denn dein Lieblingszitat? Hast du da eins? Oh, das ist schwierig. Lieblingszitat. Ich habe da nicht so eines, ein Lebensmotto oder sowas habe ich nicht, sondern ich habe wirklich so eine Riesenliste an Zitaten und je nachdem, was gerade im Leben so stattfindet, variiert das halt definitiv und ich habe halt wirklich so eine Sammlung und ich schreibe euch mal hier eins hin, was jetzt aktuell gerade geht, weil ich habe halt wirklich so eine Riesenliste mit schönen Zitaten, die ich toll finde und die so ein schönes Lebensmotto sind. Ich glaube,
Ich schreibe euch das nicht hier hin, sondern mir fällt gerade eins ein. Das ist wirklich schön. Das ist einfach, was immer du dir erträumst zu tun oder zu können, beginne es jetzt. So oder so ähnlich. Ich weiß nicht, von wem das ist. Das kann ich euch ja dann hier mal hinschreiben. Aber das mag ich auf jeden Fall total gerne, weil jetzt ist tatsächlich der Augenblick, den ihr beeinflussen könnt. Die Zukunft, da kann immer was dazwischen kommen. Die Vergangenheit ist vorbei. Da sollte man sich auch nicht mehr zu viele Gedanken drüber machen. Da sollte man draus lernen und draus die Erkenntnis ziehen, dass man es vielleicht beim nächsten Mal besser macht oder so. Aber das Einzige, was ihr tatsächlich in der Hand habt, ist das Jetzt. Und deswegen beginnt Dinge, die ihr gerne machen wollt und sowas, jetzt. Und nicht später und nicht gestern und so. Und hast du irgendeinen Lieblingsschauspieler? Oh, Lieblingsschauspieler, das ist schwierig. Wen ich wirklich toll finde, ist ja, wie heißt sie? Da fängt es dann schon an, dass ich nicht weiß, wie sie heißt. Nein, Jodie Foster zum Beispiel mag ich total gerne. Da mag ich wirklich jeden Film, irgendwie, den sie gemacht hat oder die ich gesehen habe mit ihr, die sie gemacht hat. Mochte ich wirklich alle und ich finde irgendwie, sie sucht sich immer gute Rollen aus und so und ja, da schaue ich immer wieder gerne hin. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe, das ist auch sehr schwierig. Ich bin ja nun mal Designer, wie ihr wisst, und ich glaube, so meine Lieblingsfarbe habe ich euch ja, glaube ich, auch schon mal beantwortet. Das ist wirklich so ein Grau, also so ein Dunkelgrau, Hellgrau, Grau als T-Shirt heute mal, alles Grau tatsächlich. Und ich finde halt, dass hier in meinem Hintergrund zum Beispiel finde ich das auch, dass das halt andere Farben nochmal pusht und irgendwie schöner macht und kräftiger macht und so. Und ich mag Grau wirklich total gerne und gestalte damit auch gerne so mit Grautönen in Kombination halt mit anderen Farben, die dann halt wirklich blau, grün, rot, gelb, lila, alles sein können. Aber ja, ich finde halt so Grauschattierungen oder sowas, die gehen immer. Deswegen tatsächlich Grau. Auch wenn das vielleicht für manche keine Farbe ist, sondern eine Helligkeit. Aber ich mag Grau trotzdem gerne. Laute Musik oder eher leise? Ja, das kommt so ein bisschen auf die Stimmung an, laut oder leise, meistens laut, tatsächlich lauter, als es wahrscheinlich gesund ist. Ich versuche das immer schon so runter zu regeln und dann während ich höre, regel ich das trotzdem immer wieder hoch. Und wenn ich dann aufhöre und den Kopfhörer wieder aufsetze und wieder anfange zu hören, denke ich mir manchmal, mir fliegen meine Ohren weg. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch, dieses Phänomen irgendwie. Ja, aber meistens laut. Manche Stimmungen müssen auch leise sein, aber ich finde halt so Musik, die man so kaum hört, die so wie so ein Störfilm im Hintergrund, die kann ich absolut nicht abhaben. Also dann lieber wirklich auf einer Hörbahn, so Raumlautstärke, Zimmerlautstärke heißt das, genau, oder halt wirklich laut über Kopfhörer oder Felix hat ja eine Wahnsinnsanlage, da muss ich euch unbedingt mal ein Foto von zeigen oder so. Der hat wirklich so hohe Boxen, die sind 1,50 Meter, 1,60 Meter hoch und wirklich wie so kleine Särge irgendwie und die machen echt einen Wumms, das ist krass und das mag ich durchaus auch ganz gerne. Wo gehst du denn hin, wenn du traurig bist? Ja, wohin ziehe ich mich da zurück? Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so ins Schlafzimmer, ins Bett, unter der Decke und dann heulen oder dann sich ablenken oder am Computer sitzen, sich ablenken und was arbeiten oder so. Wenn man wirklich ganz traurig ist, ist es, glaube ich, immer das Beste, irgendwie sich ein bisschen abzulenken und zu versuchen, den Alltag ein bisschen weiter schaffen zu können und so. Aber ist halt schwierig manchmal, tatsächlich. Kenne ich auch solche Zeiten. Im Moment ist es nicht so, aber kenne ich definitiv. Und dann ist das halt wirklich entweder, also immer alleine sein und sich ablenken, sich selber ablenken alleine. So. Wie lange brauchst du im Durchschnitt zum Duschen? Ja, das kommt wirklich drauf an, ob das jetzt wirklich so eine langwierigere Duschgeschichte ist oder so eine schnelle Dusche, so eine Alltagsdusche quasi. Oder ob das wirklich so ein ganzes Pflegeprogramm ist, was man abziehen möchte. Und dann kann das halt wirklich zwischen 5 bis 10 Minuten und wenn man halt eilig zur Arbeit muss und so morgens oder auch mal eine längere Zeit sein. Ja. Und wie lange brauchst du morgens, um dich im Bad fertig zu machen? So circa? Morgens brauche ich so etwa 15 Minuten im Badezimmer, also mindestens. Kommt dann aber auch so ein bisschen drauf an, was ich den Tag über geplant habe, also was so ansteht. Je nachdem, ob ich arbeiten gehen muss oder nicht, ob ich zu Hause bleibe oder irgendwas Besonderes vorhabe oder sowas. Das ist, glaube ich, bei jedem so. Ne? Also so mindestens 15 Minuten. Bist du jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen, also so, wo richtig die Fäuste flogen? Meine letzte körperliche Auseinandersetzung ist, glaube ich, wirklich schon Ewigkeiten her. Also ich glaube, da war ich in der Grundschule noch. Und da
hat man sich halt mal geprügelt quasi als kleines Kind. Aber seitdem tatsächlich ist das nie wieder zum Glück passiert und ich stehe ja eh nicht so auf Gewalt, wie ihr euch denken könnt. Deswegen zum Glück nicht, nein. Was sind denn so deine Turn-Ons? Turn-Ons, ich weiß nicht, was wirklich damit gemeint sein soll, aber wahrscheinlich gutes Essen. Je nachdem, was mit dieser Frage gemeint ist. Aber gutes Essen passt immer. Und was sind deine Turn-Offs? Ja, ein Turn-Off, das ist natürlich dann, ja, das sind so Sachen generell im Leben, die mich nerven, sind so Sachen wie schlechte Gerüche. Nehmen wir einfach mal schlechte Gerüche zum Beispiel. Das ist wirklich so ein absolutes Turn-Off. Geht gar nicht. Dieses Video hier wird gerade ein bisschen sehr lang, deswegen mache ich hier mal einen Cut bei 25 Fragen und die anderen Fragen kommen dann morgen in einem neuen Video. Und falls ihr das dann sehen möchtet, einfach morgen nochmal anklicken, weil das wird hier sonst den Rahmen sprengen. Ja, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder, dann geht's hier weiter oder ansonsten könnt ihr euch gerne in der Zwischenzeit hier an der Seite nochmal einen anderen Tag von mir angucken. Da verlinke ich euch gerne den 50 Random Facts About Me Tag, der ist ja auch ein bisschen ausführlicher. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder zum zweiten Teil dieses Videos und bis dahin euch allen einen wunderschönen Resttag und bis morgen. Tschüss!